Nein, 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 nein. Komme ich da nicht hoch? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll mit Ohne das Auto komme ich nie an den Panzern vorbei. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Deswegen kann ich mich auch nicht hier hochschießen. Ich habe mir gerade ein bisschen hier hochgecheatet quasi. Aber ich nehme an, ich weiß, was ich tun muss. Nämlich nicht das. War, aber Scheiße. Jetzt hab ich schön. Batman, ich habe eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt. Ich überprüfe das und melde mich dann. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Und was jetzt? Lass dir keine Angst einjagen. Weiter im Plan. Aber er fährt einen Panzer! Ein Auto, das wie ein Panzer aussieht! Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer? Wir haben Hunderte davon. Er ist ein Mann. Wir sind Tausende. Er ist gut. Wir sind besser. Ha! Du warst ja wirklich beim Briefing. Ja. Gut, damit hätten wir das erledigt. Wachgeschütz ist ausgeschaltet. Gucken wir mal, was wir hier... Wir nehmen immer das blaue und das gelbe Kabel ganz eindeutig und schließen das kurz. Das ist total... Damit kriegt man alles kurz geschlossen. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer. Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Also los! Schon wieder. Hör zu, ich habe gerade erfahren, dass Phase 1 abgeschlossen ist. Im Moment trifft unser Kunde Vorbereitung, die Stadt in Angstgas zu hüllen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmasken nutzlos. Atemgeräte nutzlos. Nur an
seid ihr sicher, Männer? Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht? Das Toxin verursacht schwere Psychosen und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also da, oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid, wartet. Wir haben Drohnen in den Straßen. Wachtürme scannen den Himmel. Wir müssen nur den Babysitter für diese Endstadt spielen und Arkham Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen. Und dann wird jeder hier seinen sehr großzügigen Ruhestandslohn genießen können. Verstanden? Sir, wir hören, dass eine Lieferung des Angstgases vom Standort abtransportiert wurde. Das ist korrekt. Diese Ressourcen wurden Phase 3 der Operation zugeteilt. War unglaublich dumm, was ich hier getan habe. Ja, gebe ich zu. Und ausschalten geht schon wieder nicht. Und ausschalten geht doch. Runde 2, warum nicht? Okay, cool. Eventuell brauche ich tatsächlich. Ich nehme alle Knochen! Das war tatsächlich, ich glaube, ich brauche mindestens eine 8er-Kombo um. Aua. Gucken, 8er-Kombo und jetzt? Tatsächlich, also ich brauche eine 8er-Kombo. 8er-Kombo, dann kann ich so einen Abschluss ausführen. Zack, wieder 2 ausgeschaltet. Und du bist ja nett. Alles klar. Gut, damit hätte ich mal eine Frage mit meinen Spezial-Bettklau-Angriffen auch erledigt. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Ein Moment der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln wird. Krieg ich mein Batmobil hier irgendwie rein? Das sieht nicht so aus. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Okay, Jungs, wir müssen noch vor der Detonation fertig sein. Wir sind sicher, wir haben Masken. Die bringen nichts, verstanden? Begebt euch vor der Explosion zum Treffpunkt oder ihr werdet dem Gas ausgesetzt sein. So, wo sind denn meine ganzen wunderschönen Leute? Vorgeladen! Okay, was auch immer. Ich habe den Typen nicht gefunden. Daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen. Gotham wird dafür bezahlen.
was sein Retter mir angetan hat. Du kommst zu spät, Batman. Der Laden wird in die Luft fliegen. Genau, mach dich platter, solange du noch kannst, Batman. Oh, shit. Irgendwo hin. Batman, nach oben, folgt ihm! Aus und tschüss. Mein Gott. Niemand sieht den wahren Meister der Dunkelheit. Na, Meister der Dunkelheit sei jetzt mal dahingestellt, aber. Einer fehlt noch. Notfall. Explosionsradius bei 1 Meilen und ansteigend. Hier, aber hier ist die Tür. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen. Chemikalien, ja, ist zum Erliegen gekommen, passt schon. Was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Auf unser Wiedersehen habe ich mich schon gefreut. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Sie? Oracle? Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Okay, Tür. Schließzylindermechanismus. Was heißt denn hier? Schließzylindermechanismus. Muss ich da. Ich muss das Auto erst hierher bringen. Keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Bevor ich sie nutzen kann. Explosion steht kurz bevor. Mein. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich die Tür aufkriege. Vielleicht nehme ich. Ja, nevermind. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht. Aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Achso, ich darf... Ja, Entschuldigung. Ich darf nur langsam vorangehen. Das sieht man da oben an der Leiste da. Komm, ein bisschen schneller geht schon. Nummer 1. Reicht 1. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. 25%, okay. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Bruce. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Sir,
Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Ja, das interessiert mich nicht. Also 75% sind schon machbar, oder? Das hast du mir beigebracht, das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Alfred. Tja, das war's. Also das Spiel ist schneller vorbei, als ich dachte. Gerade das Kämpfen gelernt. Und jetzt müssen wir leider schon sterben. Eventuell kommt Robin aber auch und hilft uns und rettet uns. Explosionsradius um 1000% erhöht. Oh, das ist ja. Das ist ja jetzt nicht so. Das ist ja nicht. Das ist irgendwie falsch, Ro. What the fuck? Hast du mich vermisst? Holy shit, hab ich mich erschrocken. Alter. Hab ich. Oh. Ei, ei. Oh. Mein Herz. Mein Herz. Oh. Holy shit. Ich spiele Gordon. Boah, sorry, ich hab mich grad noch nicht erholt. Ich will ehrlich sein, ich hab mich grad noch nicht erholt. VIP Elevator. Klingeln wir? Nein, tun wir nicht. Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Holy Fowdy. Ach, zu benutzen. Okay, langsam geht's wieder. Krasse Jumpscares. Wieso kann ich jetzt nur noch in First Person sehen, nicht mehr in Third Person? Und was zum Teufel ist das hier? Das frage ich mich gerade auch. Das ist auf jeden Fall das Bat-Labor anscheinend. Commissioner, Gott sei Dank. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Ha! Mit mir ist alles in Ordnung. Ist das dieser Hasentyp? Ist das Harley Quinn? Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Commissioner Langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Oh, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Sie sind der Police Commissioner. Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. spielt keine Wunschsongs. Den kenne ich nicht.
Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Batman. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden... zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Redet er von sich? Hä? Okay. Okay. Bruce. Bruce. Hörst du mich, Bruce? Oh, tu nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Ah, okay. Da habe ich doch recht. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst auch mal auf dich selbst Acht geben. Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach. Mein Batmobil ist da. Warum das denn? Oh, Bats, ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Napalm-Einlaufs. Ja, also ich hab mir schon gedacht, das handelt sich Batman. Batman war ja Jokers Blut sehr, sehr lange ausgesetzt und ausgeliefert. Er hat also einen Platz für sich selbst reserviert. Bei den ganzen Chemikalien, die da gewesen sein müssen, ist das ja auch schon irgendwie etwas zu. Also. Aber wir haben jetzt die Explosion nur um 1000% erhöht. Ich mich nicht. Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion. Ich dachte schon, sie wären. Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut.
Schützin. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Also ich kann hier Freischaltungen machen. Radfreischaltungen beispielsweise. Rivalitätspunkte. Was kann ich denn hier machen? Die geistige Blockade. Habe ich doch schon Punkte für bekommen. Habe ich nicht bekommen. Alfred, analysiere die Milizen, Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Oh, cool. Du kannst alle anderen einnehmen, aber mich nicht. Irgendwas ist anders an dir. Du hast Angst. Du hast deine Ängste immer unterdrückt. Im Unterbewusstsein eingesperrt, versteckt, aber etwas nagt an dir in den Abgründen deines Verstandes, nicht wahr? Etwas, das nicht einmal du kontrollieren kannst. Da entstehen Risse, während es an die Oberfläche drängt. Ich kann es fast schmecken. Was habe ich doch schon gemacht? Das hatte ich doch schon. Oder habe ich die Runden nicht schnell genug absolviert? Du kennst das doch bereits, Batman. Soll ich jetzt etwa dafür büßen, dass du dich hast prügeln? Jetzt bin ich verwirrt. Lassen, bis du dich an nichts mehr erinnern konntest? Das habe ich doch schon, oder nicht? Nee, es ist neu, oder? Nee, es ist nicht neu, aber hier ist eine... Bestzeit nichts. Für jede Sekunde unter 42 gibt es aber Herausforderung starten. Herausforderung starten. Starten. Ich kann nichts mehr drücken. Ist vorbei. Ich kann nichts mehr. Egal. Hier. Egal, welche Taste ich drücke, es passiert nichts mehr. Hallo. Jo, mein Controller ist weg. Geil, ich kann noch. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Tja, mein Controller hat's zerrissen. Ich kann jetzt noch mit. Oh, cool. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber mein Controller ist ausgegangen. Also, ich kann mit meinem Controller machen, was ich will. Es passiert nichts mehr. Schlecht, sehr schlecht, weil kann ich das bitte ändern? Xbox One Wireless Controller, warum denn Wireless Controller? Ich habe keinen Xbox One Wireless Controller. Wie geil ist das denn jetzt bitte? Kein Wunder, der erkennt jetzt gerade irgendwie einen Controller, der gar nicht existiert. Das ist ja cool. Gamepad-Steuerung, ja. Xbox Wireless Controller. Besitze ich nur leider nicht. Tja. Ich habe einen normalen Xbox 360 Controller. Gut. Dann mache ich hier mal einen Cut und starte mein Spiel neu, würde ich sagen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Edi.